Am 2. Juli hat sich das 9. Europäische Parlament zum ersten Mal in Straßburg zusammengefunden, das Plenum das erste Mal getagt. Damit hat sich das Parlament konstituiert. Wir sitzen im Plenum nach Fraktionen geordnet, in alphabetischer Reihenfolge. Meine beiden Sitznachbarn sind auf der linken Seite die schwedische Spitzenkandidatin der Christdemokraten, Sara Rutedal, und auf der rechten Seite der ehemalige polnische Verteidigungs- und Außenminister Radosław Sikorski. Am ersten Tag ist nicht so viel passiert. Wir haben einen neuen Präsidenten gewählt. Es ist der italienische Kollege David Sassoli geworden. Ich habe im Wahlkampf dafür geworben, dass Manfred Weber Präsident der Europäischen Kommission wird. Die Europäische Volkspartei hat die Wahl gewonnen und deshalb sind wir davon ausgegangen, dass der Europäische Rat sich auch für ihn entscheiden wird. Leider hat er keine Mehrheit im Europäischen Rat finden können. Ich weiß, dass viele Menschen in Europa enttäuscht sind. Auch ich bin enttäuscht. Zur Wahrheit gehört aber, dass im Europäischen Vertrag geregelt ist, dass der Europäische Rat einen Kandidaten dem Europäischen Parlament nach Konsultationen vorschlägt. Dabei muss er das Wahlergebnis berücksichtigen. Jetzt ist Ursula von der Leyen vorgeschlagen worden. Dabei ist das Ergebnis der Wahl insofern berücksichtigt worden, dass die Europäische Volkspartei die Wahl gewonnen hat und Ursula von der Leyen aus der Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei stammt. Ihre Aufgabe ist es jetzt, das Europäische Parlament von sich selbst zu überzeugen, dass sie eine geeignete Kandidatin ist. Wenn die Kommissionspräsidentin, die jetzt vorgeschlagen worden ist, nicht gewählt würde vom Europäischen Parlament, dann muss der Europäische Rat innerhalb eines Monats eine neue Person vorschlagen. Mir geht es jetzt darum, dass das Europäische Parlament in Absprache mit Ursula von der Leyen sehr klar um Inhalte ringt, die wir in den nächsten 5 Jahren von der Europäischen Union sehen wollen. Es gibt Schwerpunkte, für die ich im Wahlkampf geworben habe, für ein Europa der Stärke, ein Europa der Werte, ein Europa, das schützt. Und es ist jetzt unsere Aufgabe im Parlament, das klarzumachen und eine Vereinbarung zwischen Kommission und Parlament zu schließen, dass diese Wahlversprechen eingehalten werden.